Aufwachen! Aufwachen! Wo bin ich? Wo ist Reznov? Sie werden unsere Fragen beantworten. Haben Sie verstanden? Wer zum Geier sind Sie? Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, wer Sie sind. Arschloch! Wo wurden Sie geboren? Leckt mich! Ihr Name ist Alex Mason, geboren in Fairbanks, Alaska. 1961 gehörten Sie zu einer Gruppe von CIA-Attentätern mit Namen Operation 40. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Wo ist die Sendestation? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Die Zahlen, Mason, was bedeuten Sie? Von wo aus werden Sie übertragen? Ich weiß nichts über irgendwelche Zahlen. Was ist mit Dragovic? Geben Sie uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Ja! Fangen wir von vorne an. Kuba 1961, die Schweinebucht. Wir wissen, dass Sie drauf waren. Nein. Verarschen Sie mich nicht, Mason. Ich weiß, wenn Sie lügen. 61, Schweinebucht. Was ist passiert? Alle wurden getötet. Lügen bringt nichts, Mason. Sie sind mit Wurz und Bomben reingegangen. Wurz. Bomben. Dragovic! Erinnern Sie sich an Dragovic? Castro. Wir sollten Castro töten. Bereit. Bereit machen wir uns. Tut mir leid wegen der Bar, Carlos. Kein Problem. Meine Männer kümmern sich um die Leichen. Die Insassen steigen aus. Sie tragen Schrotflinten. Bowman, Carlos, Feuerschutz geben. Wir kämpfen uns durch die Straßen vor. Mason, zu mir. Gehen wir. Beseitigen und die Straße hinauf. Bowman, nach rechts. Schon dabei. Feind in der Gasse. Bestätigter Treffer. Da ist die Anlage. Carlos und seine Leute sollten jeden Moment den Flugplatz angreifen. Das ist das Signal. Einklicken! Es geht los! Mason, wir müssen los!
Benito! Cierto! Buen ojo! Perfekt, alles konzentriert sich auf den Flugplatz. Und roll voraus, nicht angreifen! Raumen, linke Flanke. Na los! Das Nest ist leer. Wir gehen weiter. Beeilt euch lieber. Die B-26er werfen gleich ihre Bomben ab. Das Ziel sollte da vorne sein. Roger. Einen bewegt sich was in Position. Ihn hat's erwischt.
sind zu viele. Carlos, Leute sollten hier sein. Carlos, lass es los! Carlos! Sie kommen über die östliche Mauer. Ich lasse die Bombe nicht stehen, Hund! Meine Männer decken eure Flucht. Hat Carlos die Evakuierung im Griff. Er lässt uns nicht im Stich. Die Rebellen kriegen den Arsch versohlt. Wir gehen bis herunter, endlich! Los! Sie sind tot. Wir haben sie getötet. Nein, meinen Doppelgänger. Dachten Sie, Ihr Plan wäre geheim? Wir wissen alles. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk unserer neuen Beziehung. Aber sorgen Sie dafür, dass er leidet. Das wird er. Mehr als in seiner dunkelsten Vorstellung. Ich habe Pläne für dich, Amerikaner. Oh ja, Dragovich tat es sicher. Es war eine Falle. Sie wussten, dass wir kamen. Dieser Schwein Dragovich. Der Russe? Ja, er hat hinter allem gesteckt. Wohin brachte Dragovich sie? Russland. Ein Arbeitslager. Eine Hölle namens Vorkuta. Oh Gott. Was haben Sie mit ihnen gemacht, Mason? Ja, was nicht. Ah!
sie nicht einfach getötet, sondern an Dragovic ausgeliefert. Castro und Dragovic haben zusammengearbeitet. Sie waren im Gefecht. Richtig. Wurde dann Dragovic sie gebracht? Bakuta musste kämpfen zum Überleben. Was ist denn Bakuta passiert, Mason? Ich war allein. Fast ein Jahr lang. Was haben Sie denn angetan? Ich hatte die Fluchthoffnung aufgegeben. Aber Viktor Reznov hatte einen Plan. Mein Freund. Leute! Работай das Wort! Schlägst wie ein Baby! Ой, только через село, понимаете? Собаки! Hey, Schwalot! Всегда ты, Резнов! That's enough. Mason. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist Schritt 1! Die Schlüssel sichern! Jetzt nehmen wir Bakuta! Was ist Schritt 2? Aufstieg aus der Dunkelheit! 3? 7! 4? Lass die Horde los! 5? Die Blumen hier abstecken! 6? Die Eisenbrauch schwingen! 7? Die Hölle erben! Отпусти меня, сука, сволочь! Тебе шубу разорву! Пленя тебе разорву! Darf mich vorstellen? Sergei Kursin, das Monster von Magadan! Wir sind Freunde, Sergei. Schritt 2! Aufstieg aus der Dunkelheit! Reznov! Können Sie dem Amerikaner trauen? Auf jeden Fall. Er und wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, vergessen, verlassen. In Vorkuta sind wir alle Brüder. Das ist für alle Männer blanker Selbstmord. Man kann den Sieg nicht ohne Opfer erreichen, Mason. Wir Russen wissen das besser als alle anderen. Macht euch bereit, Männer! Oh!
lieben Freunde! Nie! Monatelange Planung, Mason. Wir machen keine Pause. Wir werden nicht wanken. Wir werden frei sein oder sterben. Hier lang! Sergei! Den Waffenschrank aufbrechen! Mason, auf den Turm! Und unterstützen Sie den Aufstand im Süden! Mason, los geht's! Kampf für die Genossen von Vorkuta! Es wird Zeit, sich gegen die unsere Drücker zu erheben! Heute zeigen wir Ihnen das Handelfeuers Russlands! Wir haben alle unser Blut für unser Land vergossen! Wir sind einem Ruf ohne Zögern gefolgt! Wir gaben unsere Jugend, unser Herz, unsere Seelen für seinen Schutz! Als Brüder kämpften wir Seite an Seite gegen die Deutschen! Wir sind durch Blut und Dreck zu unserem glorreichen Sieg gebrochen! Nicht für Orden oder Ruhm, für die gerechte Sache! Hier lang! Bewaffnet euch, Genossen! Bald wird Verstärkung am Hauptwaffenlager eintreffen! Genau wie geplant! Wir erreichen den Schritt 5! Wesens Waffe ist bald bereit! Auf das Schloss, Mädchen! Vorwärts, Männer! Brennen wir dieses Höllenloch nieder! Brüder! Du bist Deutscher General! Kostet die Rache, Genossen! Der Peli ist hier! Du! Deutsche! Thank you.
Sergei! Sergei, hält nicht mehr lange durch! Ja.
Sie setzen Tränengas ein! Sie setzten Tränengas ein. Ich bekam keine Luft. War Christoph da noch bei Ihnen? Er war immer bei mir. Die Tür wird Sie nicht ewig abhalten. Wir haben wenig Zeit. Innerhalb dieses Schreins, der heuchlerischen Dekadenz von Vorkutas Anführern, liegt der Schlüssel zu Schritt 8. Freiheit. Lassen die uns nicht ziehen! Haben Sie Viktor Reznov zum letzten Mal gesehen? Ja, für eine ganze Weile.